Ja, herzlichen Dank und ja, willkommen auch von meiner Seite. Genau, ich würde heute gerne ein bisschen die Futavis vorstellen wollen. Futavis sitzt in Alsdorf, genau, das ist in der Nähe von Aachen, wie so manche, die jetzt heute schon gesprochen haben, da ihren Ursprung hatten und immer noch vorhanden sind. Und die Futavis ist 2013 gegründet worden. Entwickelt Batteriemanagementsysteme und Batterien. Und genau, wie gerade schon richtig erwähnt, ist letztes Jahr im Oktober die Futavis, seit letzten Oktober die Futavis eine 100% Tochter der Deutz AG. Ich springe mal direkt in ein klassisches Bild hinein. Deutz verbindet man natürlich mit, ich sage jetzt mal, Treckern und Dieseln und auch die werden natürlich nach und nach weiter elektrifiziert. Und der Deutz transformiert sich entsprechend Richtung Elektromobilität. Dazu gab es verschiedene Akquisitionen, unter anderem Futavis und Torqeedo. Und wenn man sich das einmal im Detail anschaut, dann ist das so aufgebaut, dass die Deutz-Gruppe aktuell ein eDeutz-Segment gegründet hat, was klassischerweise bietet der Deutz natürlich Powertrains an im Dieselbereich. Und das Gleiche soll natürlich im E-Mobilitätssektor fortgesetzt werden. Und da bestehen entsprechende Hybrid-Antriebsstränge und elektrische, voll elektrische Antriebsstränge für die klassischen Spannungsbereiche, sagen wir 48 Volt und 360 Volt. Und die sind in modularen Baukasten entsprechend vorhanden, die der Kunde dann entsprechend für seine Anwendung einbauen kann. Die Futavis baut entsprechend entwickelt entsprechend die Batterien dafür. Das heißt also vor allen Dingen Customer-specific Batteries. Wir haben ja in den vorherigen Vorträgen von Akasol und Webasto schon sehr schön gehört, dass es halt nicht die Batterie gibt, sondern jede Batterie ist für sich einzeln immer individuell auf den Kunden anwendbar, leider. Und da haben wir ein Toolset, was wir entsprechend einsetzen. Und die Futavis kann da tatsächlich im Bereich von 24 Volt bis 800 Volt, respektive 1000 Volt, dann entsprechend Systeme anbieten. Dafür haben wir Standard Komponenten, Batteriemanagementsysteme, Safety Boxen waren vorhin auch schon ein Thema, ISO Monitor, aber auch nachher letztendlich nachher auch wichtig für die Industrialisierung und Homologation entsprechend und auch das Safety Tracking, die EOL Testsysteme und Testbenches, die man dann nachher entsprechend für die ISO 26262 dann nachher auch in der in der Produktion braucht. Wir bieten aber auch letztendlich Engineering Solutions an. Das heißt also, es könnte jetzt jemand zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne mein BMS haben. Ich möchte das aber von jemandem entwickelt haben, der das schon mal irgendwie gemacht hat. Und dann entwickeln wir denen ein entsprechendes BMS tatsächlich von Scratch und bauen denen entsprechend, entwickeln denen komplett das entsprechende BMS. Torqeedo ist bekanntlich auf dem Wasser elektrisch unterwegs und für Deutz macht das maximal Sinn, dass diese entsprechend integriert worden ist, weil Torqeedo natürlich sich hervorragend mit Antrieben auskennt, elektrischen Antrieben, von kleinen Bereich 1 Kilowattstunden bis 100 Kilowattstunden und diese dann entsprechend schon erfolgreich im Marinebereich umgesetzt hat. Die Futavis ist tatsächlich in relativ vielen Bereichen schon aktiv gewesen. Von den gerade besprochenen, sage ich mal, Light Electric Vehicles im Last-Mile-Bereich. Da gibt es entsprechend verschiedene Kunden, wo wir das entsprechend angewendet haben. Aber auch in vielen Bussen mit dem Batteriemanagementsystem entsprechend unterwegs, in Minibussen, im Maschinenbereich, Roboter und entsprechenden Roboter Material Handling, ja, gerade schon genannt über Torqeedo entsprechend im Marinebereich. Aber auch der Storage-Bereich ist natürlich nicht zu verachten. Also Storage ist ein großes Thema aktuell im
sowohl im Home-Storage-Bereich als auch im großen Stationärbereich, Multistrang-Batterien, ja, werden auch im Home-Storage-Bereich immer populärer. Und natürlich, wo Deutz klassischerweise unterwegs ist, im Material Handling, Transaction Equipment und Farming Machine, Airport und so weiter. Ich würde gerne anhand dieses Offroad-Vehicle-Beispiels mal die Herausforderungen sagen. Die haben wir vorhin auch schon gehört. Ja, es ist immer, die Analogie kann man fast in alle Sektoren, vielleicht nicht unbedingt in den Stationärbereich, aber in fast alle anderen Sektoren übertragen. Ja, wir haben relativ kleine Volumina an Stückzahlen. Wir haben toughes R&D-Budget. Natürlich soll das System natürlich die gleichen Kosten haben wie vorher. Und die Kunden in diesem Bereich, sei es bei Bussen oder bei anderen LKW-Systemen, sind natürlich entsprechend TCO-getrieben. Das haben wir jetzt jedes Mal gehört. Ja, und wir haben auch eine extrem hohe Produktvarianz, die entsprechend auch durch die Load-Cycles abgebildet wird. Und die Bauräume, die Packaging-Spaces sind entsprechend limitiert. Dazu kommt aber, dass wir neben den knappen R&D-Budgets dann entsprechend natürlich von die maximale Safety liefern müssen und natürlich auch den Kunden, der vielleicht diese Systeme und auch in diesem Konstrukt so diese Systeme noch gar nicht in den Markt gebracht hat, natürlich entsprechend begleiten müssen, zur Homologation und das entsprechende Projektmanagement mitbringen müssen, um eine erfolgreiche Homologation letztendlich durchführen zu können. Und wie gehen wir das entsprechend an? Der modulare Ansatz ist jetzt entsprechend nicht neu. Ja? Also wir haben ein Batteriemanagementsystem, welches aber vielleicht als Besonderheit hat, dass wir von 24-Volt-Systemen bis 1000-Volt-Systemen durch entsprechende Konfigurationen die Systeme modular abbilden können. Wir können damit Multistrang-Batterien entsprechend auch abbilden und unser Batteriemanagementsystem ist ja sehr flexibel. Dazu passend haben wir S-Boxen entwickelt, das heißt also die Schnittstelle von Modul letztendlich zum überliegenden System, wie auch immer das aussehen mag. Und wie wir es auch schon vorher immer gehört haben, setzen wir jetzt nicht auf ein bestimmtes Modul, weil auch den Kunden muss man jedes Mal abholen, verstehen, ich habe jetzt hier zwei Namen hingeschrieben, das kann aber irgendwie x-beliebiges anderes Modul sein. Ja, nämlich jetzt in diesem Fall halt irgendwie eine LTO-Technologie oder NMC-Technologie. Wichtig ist, dass wir etablierte Module benutzen, die funktionieren und die erprobt sind. Die bauen wir dann entsprechend in ein modulares Packaging ein. Das heißt also auch, der Bauraum wird entsprechend möglich, so wie es in den, wie es dann halt in den diskreten Bauräumen halt durch die Module möglich ist, skalierbar gemacht, mit Cooling oder ohne Cooling. Das ist natürlich was, wo sich Deutz auch extrem gut auskennt und natürlich auch seit 100 Jahren Konstruktionserfahrung hat. Da macht man denen entsprechend nichts vor. Und wir müssen natürlich schauen, wir müssen natürlich auch irgendwie in den Markt reinkommen. Und das wurde ja auch schon oft erwähnt, dass gerade der deutsche Markt da natürlich sehr sensibel ist und das natürlich auch zu Recht, dass die funktionale Sicherheit da entsprechend abgebildet werden muss. Und da haben wir uns ein automatisiertes, modulares System überlegt, wie wir entsprechend diese ISO 26262 oder andere auf funktional sichere basierende Systeme entsprechend abbilden können. Das heißt also, andere Normen wie 13849 und so weiter können dadurch entsprechend abgebildet werden, worauf ich näher nochmal genauer eingehe. Genau, vom Prinzip haben wir vorhin so eine Folie auch schon gesehen. Wir nehmen Standard-Serienkomponenten, sage ich mal, Off-the-Shelf-Komponenten und kombinieren die zu Batterien. Ja, jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt hier unsere 350-Volt-Batterie und das Schöne daran ist, dass wir entsprechend diese Batterien kombinieren können, sagen wir jetzt mal zwei 350-Volt-Batterien in Reihe zu einer 700-Volt-Batterie, ja, und dann entsprechend in parallel die Stränge kombinieren können, um halt die Kapazität zu steigern.
Das heißt also, wir haben hier diskrete Bausteine, in denen wir entsprechend auch hier auf dieser Ebene, auf dieser Multistrang-Ebene, die Batterien kombinieren können. Das bietet unser Batteriemanagementsystem ohne eine überliegende Kontrolleinheit. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Das versuchen wir natürlich auch im Package abzubilden, um dann letztendlich nachher große Systeme abbilden zu können, sowohl für Bagger, Marinesysteme, Flugförderfahrzeuge und die Fahrzeuge, die ich vorher genannt hatte. Genau, und um das natürlich alles auch in Time hinzukriegen und entsprechend abbildbar zu machen und für alle, die irgendwie schon mal die ISO 26262 durchexerziert haben und komplette Safety halt durchexerziert haben, wissen, wovon ich rede. Es ist halt recht viel Aufwand, diesen Prozess durchzuführen. Ja, und wir haben, ich nenne es immer so schön, den Organismus Futavis so aufgebaut, dass wir das V-Modell so automatisiert und integriert haben, dass die Tools, die aktuell im Markt verwendet werden, wie Requirements Management Tool von Polarion und so weiter, dass diese Tools entsprechend so verknüpft sind, dass wir automatisiert entsprechend aus den Requirements die Tests generieren können, sowohl in Software als auch Hardware, die entsprechend coden und dann entsprechend die Findings an das Polarion zurückmelden, wodurch neue Testcases generiert werden. Das heißt also, wir können uns, die Ingenieure können sich tatsächlich auf das konzentrieren in diesem Prozess, was sie eigentlich nämlich sollen, Anforderungen ansammeln und entsprechend die Reviews durchführen, ja, und sind nicht die ganze Zeit damit, wer das schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede, die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Dokumentation entsprechend zu erzeugen und nachzuziehen und Baselines zu ziehen. Das macht uns sehr schnell und ist, glaube ich, auch ein tatsächlicher Vorteil. Genau. Ich bin ein bisschen zeitlimitiert, deswegen bin ich jetzt schon bei der Zusammenfassungsfolie. Genau, also ich habe jetzt die ganze Zeit über Offroad gesprochen, aber natürlich kann die Futavis und die Deutz-Gruppe natürlich auch Onroad, ja, das ist jetzt nur die Transferleistung und die Message soll klar sein, wir können hochflexibel Batterien bauen, besonders halt unser Batteriemanagementsystem ist entsprechend flexibel, um sich halt auf den Kunden einzustellen, ja, und entsprechend auch die Fusi dahinter abzubilden, die es erfordert, nachher das System dann auch entsprechend zertifizieren zu lassen. Von der Konstruktion und von der Industrialisierung haben wir durch Deutz einfach 150 Jahre Erfahrung, die wir nutzen können, um Systeme in den Markt zu bringen und diese auf sehr hohem Qualitätsniveau dann entsprechend abzubilden. Die ISO 26262 und die 13849, die ganzen Normen, die entsprechend die funktionale Sicherheit abbilden, fordern natürlich auch, dass nachher in der Industrialisierung und auch während der Entwicklung entsprechende Toolchains und entsprechende Traceability herrscht, ja, die in den EOL-Tests mit eingebaut werden. Und deswegen haben wir es so aufgebaut, dass wir hier ein eigenes Test-Equipment haben, das ist das Futavis MATE, Modular Automated Test Environment, ja, welches wir nutzen können, um SIL- und HIL-Prüfstände aufzubauen, aber auch entsprechende End-of-Line-Tests, um nachher die Traceability in der Serie und in der Produktion abzubilden. Das heißt also, die gesamte Kette kommt aus einer Hand und muss nicht durch irgendwelche anderen Systeme gebracht werden. Ja, und wir haben jetzt hier entsprechend diese Kombination aus Futavis Startup, sagen wir mal, ja, also schnell im Speedboat und entsprechend in Deutz etablierte Struktur, die das entsprechend dann aufbringen kann. Was natürlich trotzdem auch noch super ist, dass Deutz natürlich auch schon ein weltweites Servicenetz hat. Ja, wenn wir jetzt Systeme im Feld haben und die irgendwo in Spanien ausfallen, dann gibt es da schon einen Servicemitarbeiter, der entsprechend diese Systeme maintenance kann. Und auch durch unser EOL-Systeme können die im Feld entsprechend getrackt werden. Durch die Multistrang-Batterien
in verschiedensten Anwendungen. Sie können sich vorstellen, eine Fähre ist was anderes als ein Bus, ist was anderes als ein großer Stationärspeicher. Diese Multistrangbatterien geben uns einfach sehr viel Erfahrung, die wir dann entsprechend in die einzelnen Disziplinen mit einbringen können. Und jetzt zum Beispiel über Torqedo haben wir jetzt 15 Jahre Experience in dem Business und das, denke ich, kann sich schon sehen lassen. Damit bin ich schon am Ende meines Vortrags und stehe für Fragen zur Verfügung. Herr Bockstedte, wunderbar, vielen Dank für den Vortrag, alles just in time. So läuft das hier heute rund im zweiten Panel von Electrifnet live. Sehr schön, ja. Sie haben es angesprochen, Street Scooter, wie sehr schmerzt denn jetzt emotional das aus da in Aachen? Ja, das, da sprechen Sie natürlich was an. Also, so, sorry. Also ich kann es... Ich muss sagen, man steckt ja in diesen Gesprächen nicht drin, aber natürlich tut es total weh, dass es einfach nicht möglich ist, dieses System einerseits in Deutschland einzuführen, andererseits es auch nicht entsprechend verkauft zu kriegen. Ich kann nicht nachvollziehen, woran das liegt. Es schmerzt schon sehr, muss man sagen. Mhm. Okay, dann verlassen wir mal diesen schmerzhaften Bereich und kommen nochmal in die neue Welt rüber. Ich habe schon diverse Boote auch von Torqedo gefahren. Wie läuft denn jetzt so die Zusammenarbeit auch in diesem neuen Deutz-Verbund? Wie schnell haben Sie sich da eingelebt und wie muss man sich das auch vorstellen jetzt bei diesem Traditionsunternehmen? Ja, genau. Also muss ich sagen, super. Also die sehr familiär, ja, also Torqedo, Deutz und Futavis arbeiten sehr eng zusammen auf hoher Ebene. Es ist sehr familiär, also ist fast wie ein Familienunternehmen, muss man sagen. Mhm. das funktioniert super. Also Torqedo macht die Antriebsstränge auf dem Wasser, Deutz macht die Antriebsstränge auf dem Land, sage ich jetzt mal, ja, und wir machen die Batteriemanagementsysteme und diese Verzahnung, wo jeder weiß, was der andere zu tun hat, das funktioniert super. Ja. Mhm. Aus dem Chat kam die Frage, werden sich die Ladekurven mit Ihrem BMS besser darstellen als marktüblich? Jetzt kann man nochmal glänzen, verkaufstechnisch. Ja, glänzen. Genau, also die Frage ist natürlich vielschichtig, ja. Auch da die Antwort depends, ja, also ich weiß jetzt nicht richtig, es kommt natürlich auf die Anwendung an, ich weiß es auch nicht, oft sehen wir die Herausforderung einfach im Markt, dass die Ladegeräte auch gar nicht so gut steuerbar sind, ja, die haben auch einen sehr starken Ripple einfach in die Batterien hinein, viele Mikrozyklen, die da etabliert werden, die rauschen mit relativ hohem Strom ins Ende rein und da kann ich als Batteriemanagementsystem leider nur sagen, bitte nicht so viel Leistung schicken, aber wenn das Ladegerät das entsprechend nicht kann, dann ist einem natürlich auch irgendwo, sind einem die Hände gebunden. Also die Message vielleicht, also ich glaube einfach an der Qualität mancher Ladegeräte kann noch gefeilt werden. Okay, also wenn der ein oder andere Hersteller hier heute dabei ist, da kann er noch ein bisschen was tun in nächster Zeit. Was ist denn das spannendste Projekt 2020 jetzt nach dem Lockdown bei Ihnen? Worauf freuen Sie sich am meisten? Ja, also tatsächlich, also ich habe ja in der Vergangenheit haben wir viele Busprojekte und so weiter gemacht. Aber tatsächlich sind auch diese, ich sage jetzt mal neuen Felder, ja, also die gerade diese Baggersachen und so weiter, sind halt schon interessant, weil es natürlich ein Feld ist, wo es noch nicht so etabliert ist. Ja? Und das finde ich immer spannend. Also als ich irgendwann mal mit Bussen angefangen habe, war das auch spannend. Jetzt weiß man, wie der Hase da läuft. Und jetzt dieser neue Bereich Offroad ist halt schon nett. Ja. Super. Dann unterstützt das meine These, die ich auch mit unserer Emotion-Sendung immer verfolge und auch darstelle bildlich. Man hat es ja auch in dem kleinen Clip vorhin gesehen. Am Ende wird alles elektrifiziert, ob nun der Bagger oder der Stadtbus und die Fähre kann ich immer nur empfehlen, mal wieder Richtung, jetzt kann man ja so ein bisschen wieder reisen, gerade mit dem Auto, mal die Fähre zwischen Dänemark und Schweden zu nehmen, Helsingborg, rein elektrisch, ist ein Traum.
Ja, ist hervorragend. Ja, sehr gut. Super. Herr Bockstedt, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute dabei waren. Firma Futavis, alles Gute für die Zukunft, für das laufende Jahr. Und ja, bis ganz bald mal wieder, entweder digital oder auch mal wieder in Aachen, haben wir ja heute gehört, Elektromobilproduktionstage. Dann auch wieder physisch. Bis dahin, Herr Bockstedt, alles Gute. Gleichfalls. Herzlichen Dank.